Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt, Prison-Architekten der Alpha 28. Ihr werdet euch wundern, dass es heute wiederkommt, weil es erst gestern kam und ja, ihr werdet euch auch wundern, dass es heute das Einzige ist, was kommt. Das hängt damit zusammen, dass es heute schon wieder recht spät geworden ist, bis ich überhaupt zum Aufnehmen kam. Und ich habe mir einfach Gedanken gemacht, soll ich mich da jetzt quälen und soll jetzt mitten in der Nacht hier praktisch ein Formel 1 Let's Play aufnehmen oder... Ja, was soll ich tun? Was soll ich machen? Und ich kam dann zu dem Schluss, wie ist das, worauf du am meisten Bock hast? Das ist zurzeit Prison-Architekt. Da habe ich momentan mit dem meisten Bock drauf. Und hier haben wir einiges zu tun. Und dann habe ich gedacht, wurscht. Machen wir einfach noch eine Folge. Wen juckt's? Mich nicht. Euch? Hm, keine Ahnung. Wird sich zeigen. So, was haben wir zu tun hier? Ich wollte ausbauen. Irgendwie tragen die Jungs hier Holz in die Abladezone. Verstehe ich nicht, warum die Holz verkaufen und die schleppen es ins Lager und die schleppen es zum Verkaufen. Wieso holen die das ganze Holz und wollen es verkaufen? Sind die narrisch im Kopf? Ist der Bug immer noch nicht behoben? Das ist doch mittlerweile schon seit, ich weiß gar nicht, wie viel Alphas das jetzt schon ist. Hat ja schon einen Bart. So, schleppt die Dinger woanders hin, storniert die Aufträge. Das ist unglaublich, die machen echt die Abladezone voll mit Holz. Die sollten es jetzt nur raffen, dass ich da gar kein Holz verkaufen will. Und dann sollten die wiederkommen und sollten das Holz wegbringen, normalerweise. Aber gut, was ist hier schon normal? Da habe ich mich mittlerweile auch dran gewöhnt. Bei diesem Spiel ist nichts normal. So, ich lasse die Zeit mal ein bisschen schneller laufen, mal gucken, was die jetzt treiben. Wieso schleppen die das alles ins Lager? Und wenn ich daraus jetzt wieder eine Exportzone mache, räumen sie es dann wenigstens leer? Oder exportieren die das dann? Ist ja ein Drama. Ich will das Holz gar nicht verkaufen. Ich brauche das ja, um Holzbretter herzustellen da oben. Deshalb mache ich ja den ganzen Blödsinn, weil ich Kohle verdienen will. Ich will ja kein Holz verkaufen, ich will Bretter verkaufen. So, nichtsdestotrotz, wir sind hier großartig beschäftigt, denn wir brauchen irgendwie eine Ausweichzelle. Für jede Menge Gefangene, die wir jetzt umverlegen wollen. Puh. Ist eine gute Frage. Ist eine wirklich gute Frage. Wie mache ich das am geschicktesten? Der Eingang hier ist gar nicht mal schlecht. Die Jungs hier, die will ich im Prinzip hier rauskriegen. Das lasse ich die erste Zeit mal so. Ich baue, glaube ich... Naja, das macht auch keinen Sinn. Ich bin böse mit mir am Kämpfen. Ich bin wirklich böse mit mir am Kämpfen. Hätte ich die Kohle, würde ich einfach ein Stück Land dazu kaufen. Dann hätte sich das Problem erledigt. Aber wir wollen es ja auch nicht so einfach machen. Und da war irgendeiner im Tunnel. Wo kommt denn hier bitte schön ein Tunnel her? Oder ist das nur ein Verdacht auf einen Tunnel? Oh, und das hier blinkt auch schon gewaltig. Das ist schlecht. Wir brauchen ein neues Stromaggregat. Das wir am besten hiermit verbinden. Und wir brauchen... etwas, was die Verbindung kappt zu diesem Stromaggregat, zu diesem Wasseraggregat, also zu dieser Wasserpumpe. So, come on. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich, um hier das Stromaggregat zu entlasten. Das ist schon permanent hier am Blinken. Sehr schön. So, da ist das aus, fließt kein Wasser mehr und jetzt kommt hoffentlich gleich die Entschaltung.
Sehr nice. Und damit blinkt das hier nicht mehr. Wir haben ein neues Stromaggregat in Betrieb. Goodie. Also ihr seht, auch das war jetzt wieder so eine Notfalllösung. Deshalb richtig planen kann man hier eigentlich gar nichts. Also das ist eigentlich im Prinzip ist das hier immer nur ein Notschuss dann, um irgendwie die Kurve zu kriegen. Aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt langsam mal gucken, dass ich so ein bisschen das hinkriege, was ich mir so mal vorgenommen habe ursprünglich. Ja, auch nicht so einfach, da jetzt zu sagen. Was ist denn hier los? Wieso sind das da unterschiedlich von der Farbe? Weil Nacht ist? Oder ist das hier eine Wintermod? Ich weiß auch nicht. Puh. Gut, okay, wir haben hier Zellen. Hier haben wir drin normale Gefangene und Kleinkriminelle, die alle eine Dusche haben. Mit Toiletten und mit einem Gruppenraum. Das ist soweit okay. Die hier oben haben wir gesondert. Jetzt bin ich am Überlegen, was müssten wir bauen? Was wird uns stark aufwerten? Was würde die Planung, die ich habe, vervollständigen? Den Hof, den brauchen wir eigentlich nicht. Boah, das ist aber auch jetzt... Puh. Wir müssen im Prinzip alles abreißen, was wir hier hinten dran haben. Also hier runter, auscutten, 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 das weg. Macht vielleicht doch mehr Sinn, den Knast zu verkaufen und neuen zu bauen. Aber das will ich nicht, ich will umbauen. Das Verkaufen und Neubauen kann jeder. Wenn hier der See nicht wäre, wüsste ich, wo ich hinbaue. Aber der ist nur halt mal da. Können wir auch nichts dran ändern. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wie. Ich mache jetzt vorsichtshalber einfach mal hier einen Zaun hin. So, einfach mal um hier abzusperren. Dann brauchen wir ein Gebäude. Beziehungsweise ich glaube, ich gehe erstmal in die Planung. Sonst wird das ja eh wieder schief gehen. Sonst wird das ja sowieso nichts. So, genau wie jetzt der Zaun. Der wird auch nichts, weil ich nicht sehe, wo er ist. Warum sehe ich das eigentlich nicht mehr? Hier, wie viele Felder ist das weg? Ha, Mann, es wäre schick, wenn da mal einer käme, wird das bauen. Wo sind denn die ganzen Bauarbeiter? Alle da vorne mit Holz beschäftigt, oder wie? So, Bautrupp kommt. Wenn die nämlich anfangen zu bauen, dann kann ich hier meine Planung besser machen. Dann weiß ich, wo der Zaun gebaut wird. Gut, nichtsdestotrotz bauen wir jetzt hier mal. So, also, wir wollen Gebäude, wo Zellen reinkommen. 1, 2, 3... Hier, so, das ist ungefähr das, was ich brauche für eine Zelle. So, so sieht eine Zelle aus. Davon will ich hier hinten ein paar machen. Die Frage ist, mache ich die in der Ausrichtung oder in der Ausrichtung? Ich glaube, in der anderen Ausrichtung wäre es besser. Also machen wir es so. Beziehungsweise so. So, wie lang ist das Ganze? Das sind 4 Meter. Das heißt, mit 3 Metern könnte ich jetzt hier wieder eine Zelle dran bauen. Ist korrekt, genau. Also muss ich 3, 6, 9, also ein Vielfaches von 3. Sowas wie 60 ist ein Vielfaches von 3. So, nicht wundern, was ich hier treibe. Das hier ist kein Bauauftrag. Das ist reine Planung. Ich male sozusagen mit Kreide hier, wie ich dann bauen will. Das gibt übrigens eine Special-Folge, weil es ist heute ja meine einzige. Also nehme ich hier mal auf, solange ich Lust habe. Und das lade ich dann auch hoch.
So lange, wie ich Lust habe. So einfach ist das. Ich habe gedacht, ich mache mal einen Entspannungstag. Sonst hätte ich jetzt hier um 23 Uhr gesessen, hätte Formel 1 aufgenommen, das wäre bitterbös in die Hose gegangen. Dafür habe ich nicht mehr die Konzentration. Für hier so ein Gefängnis hier ein bisschen zu bauen, habe ich Konzentration. So, dann wollen wir einen Gang, der, ich sag mal, 3 lang ist. Und dann wollen wir im Prinzip das gleiche Szenario wieder. So, sieht ja eigentlich ganz gut aus. So, und dann können wir hier... Hier können wir ein Tor reinmachen. Und hier können wir Dingens hinstellen und... Ja, was machen wir hier mit? Wand. Deshalb mache ich eigentlich nur 2 Gänge, also Gänge nur 2 breit. Aber ich will hier bewusst mal ein bisschen... Ich will mal ein bisschen breiter bauen. Nicht ganz so eng wird. So, wie lang ist denn der Spaß? 13 Meter. So, 12 Meter, weil sie sich eine Wand teilen. Sehr gut, passt. Das gefällt mir. So, das heißt, da haben wir dann einen Block, einen zweiten Block. Wir kriegen dann eben dran noch einen dritten Block. Wie viel kriegen wir da hin? Ich da immer 12 Meter mache und dann so eine Einkerbung. Dann von hier aus wieder 12 Meter und eine Einkerbung. So, und dann war es das auch schon fast. Ah, weil das geht schon fast ran hier an den See. Da geht nicht mehr viel. So, ich bastel hier mal, weil ich muss mir das grob mal angucken, ob das da so grob hinhaut. Ich glaube, wir verschenken da ein bisschen Platz, aber gut. Wie gesagt, ist ja sogar von mir so gewünscht. Ich will es ja nicht anders. Ich könnte auch nur einen Gang machen, der 2 breit ist. Da kriegen wir doch vielleicht noch einen 6. Zellenblock dran. Oder es wird ein bisschen anders. Und ich muss da vorne dieses komische Ding ins Kirchens nicht machen, wo ich nicht weiß, was ich damit anstelle. Ja. Oh, da haben sie eine Waffe aus dem Verkehr gezogen. Das ist auch immer mal interessant. So, das heißt, da könnte ich 5 Zellenblöcke bauen. Damit könnte ich mich fast hoch auf 20... 200 Zellen boosten, oder? Jetzt bin ich echt mal am gucken hier. Programme, Aufgaben, wo ist es denn? Regelwerk. So, 200 Zellen. Kriegen wir 10.000 direkt. Die können wir gut gebrauchen. Zum Ausbauen. Dann haben wir wieder 42.000. Ja, ich weiß auch nicht. Ich kriege immer so Tipps wie, oh, seid doch mal ein bisschen sparsamer. Du musst doch nicht so viel davon bauen. Und dann kriege ich das irgendwie so als Hinweis, so ein Waffenregal hier soll ich nicht bauen, ja, weil das wäre so teuer. Jetzt habe ich mir mal, jetzt mal für einen Spaß, Leute, jetzt mal ganz ernsthaft, so für einen Spaß. So, ein Waffenregal kostet 1.000 Dollar. Ich habe 42.000. Gut, 1.000 Dollar ist natürlich schon ein bisschen hardcore. Könnte man ein bisschen weniger machen, aber realistisch ist ja, dass da ein paar mehr stehen. Wenn ich hier mehrere Wachen am Schluss einstellen will, dann bedienen die sich ja nicht aus einem Regal. So, da wird schon wieder irgendwie angezeigt, dass da irgendwo ein Tunnel sein soll. Wieso buddeln sie die nicht aus?
Verstehe ich alles nicht. Also wenn ich jetzt hier eine Razzia durchführe, die müssten doch irgendwie einen Tunnel finden. Das kann doch nicht sein. Wie findet man denn noch Tunnel, wenn das so nicht mehr funktioniert und mit Hunden und so weiter nicht mehr funktioniert? Dann findet man die ja nicht mehr. Kannst du machen, was du willst. So chancenlos. So, diese Zellen, die ich jetzt hier allerdings geplant habe, die wollen wir ja noch verbinden. Heißt, die brauchen so irgendwie so einen durchgehenden Mittelgang und die brauchen auf jeden Fall, ja, eigenes Versorgungs, Gedönse. Brauchen da drin eine Dusche, eine Kantine, eine Wäscherei, einen Gruppenraum. Wie mache ich das am besten? Gar nicht mal so einfach. Wir können den kompletten mittleren Block als Service-Block machen und könnten hier irgendwie so einen Durchgangsweg machen. So nach dem Motto. Das hier so als Durchgangsweg. So, mal gucken, ob ich das irgendwie ein bisschen schicker hinkriege. Ich glaube, so ist es sogar einigermaßen genau. So, beziehungsweise eigentlich könnte ich hingehen und könnte es so machen. Da sieht man es ein bisschen besser. Also das hier ist praktisch so der Durchgangsweg durch alles. Und dann könnte man hier noch Räume reinbauen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die hier einen eigenen Hof kriegen. Der nicht mal groß sein muss. So, dann wäre der ganze Teil hier weg, dann hätten die hier ihren Hof. Das ist auch symmetrisch, sonst meckert wieder irgendjemand, dass es nicht symmetrisch wäre. So. Der Hof würde führen in eine Kantine. Was habe ich gesagt? Kantine, Dusche, Gruppenraum, ne? Ach, das ist ätzend. Aber weiter hoch kann ich nicht, sonst würde ich sagen, ich mache das hier in der Mitte breiter. Weiter runter kann ich im Prinzip auch nicht, dann durchbreche ich den Zaun. Und ich will eigentlich nicht mehr unbedingt hier an den Zaun ranbauen, ich will ja, wenn, erweitern. Und ich will der neuen Logistik denken. Das macht keinen Sinn, diesen Hof so anzuordnen. Das müssten so viele Zellen für eine einzige Gefängnisgruppe sein. Also praktisch nur für die Orangen, also die normalen. Oder nur für die leichten oder nur für die schweren. Das müsste ein richtiger Block sein, nur für eine Klasse von Gefangenen. Wenn die da einen eigenen Hof kriegen. Ich glaube, das ist uncool. Ich glaube, das lassen wir. Wir machen daraus auch nur einen Zellenblock. Ja, ihr seht schon, das sind andere Überlegungen. Früher hätte ich da einfach Zellenblöcke gebaut. Dort hätte schon irgendwie, irgendwann, irgendwo. Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn ich den Hof für jede Zelle, für jeden Zellenblock sozusagen vor den Zellenblock baue. Also praktisch, dass das hier der Hof ist. Dann hat im Prinzip jeder seinen eigenen Hof. Ich glaube, das ist gar nicht mal so unklug. Rein theoretisch könnte ich davor auch noch für jeden eine eigene Kantine bauen. Groß müsste die denn sein? Wie viele Zellen kriegen wir denn da rein? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 44.
Das müssten schon ein bisschen größere Kantinen sein. Puh, wie mache ich das denn am besten? Das hier hinten mache ich wahrscheinlich zu duschen. Können Sie hier duschen? Da haben Sie einen Hof. Bleiben übrig 2, 4, 6, 8. Bezählt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Das reicht. So, Dusche, Schlafraum, Hof, Kantine im Prinzip noch vorne dran. Wie weit könnte ich es denn bauen jetzt erstmal, ohne dass ich Stress kriege? So weit ungefähr, denke ich mal. Oh, wir kriegen böse Probleme gerade hier. Mal, die Razzia ist rum, deshalb fällt's, okay. Puh, Einrichtung. So ein Tisch ist 4 lang. Geht so eh nicht auf. Geht so auf. Ja, gucken wir mal so an. Geht ehrlich gesagt auch nicht so wirklich auf. Sei denn, ich gehe hin und mache den Gang 3 lang. Also praktisch so den Eingang. Dann kriege ich damit sicher ein bisschen mehr unter. Gerade mal gucken. Ich muss ja immer 3 Stück, also sprich Bank, Tisch, Bank. Ja, geht im Prinzip auch. Kann man hier noch Serviertische hinstellen, die sind 5 lang. Man kommt sich da nicht so wirklich ins Gehege, da kann man hier trotzdem noch einen Tisch dran stellen. Sollte funktionieren. Okay, also so könnte man es im Prinzip bauen. Dann hätten wir die Kantinen da auch schon mal drin verwurstelt. So, das heißt, halt jeder Zellenblock hat seine eigene Dusche, seinen eigenen Hof, seine eigene Kantine. Dusche, Hof, Kantine. Das sind so die wichtigsten Sachen erstmal. Kriege ich das umgesetzt? Die Kantine haben wir derzeit noch hier. Den Hof haben wir derzeit noch hier. Das heißt, ich muss erstmal das hier bauen und in Betrieb nehmen. Macht wohl derzeit erstmal den meisten Sinn. So, wir ziehen erstmal eine Mauer. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass er sonst mit den Zäunen überhaupt nicht klarkommt, müssen wir da erstmal eine Mauer bauen. Den Zaun in Mauer umwandeln. Dann können wir damit arbeiten. Ja, es ist schon ein bisschen was anderes, wenn man umbaut in einem bestehenden Gefängnis. Mit knappen Ressourcen, knappem Geld und will alles am Laufen halten. Das ist schwierig, weil ich auch vorhandene Gefängniszellen dann wieder abreißen muss, was gar nicht so ohne ist.
Mache ich eigentlich ungern, aber ich muss es umbauen. Es hat anders, hat es keinen Wert. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir den Block da oben überhaupt bauen sollen. Es wird voll hier in diese mittlere Kartuschenbox reinhauen. Das wäre eigentlich ein besserer Platz für eine Wäscherei hier. Die Klassenräume, für die Küche, für keine Ahnung, was da alles halt so ansteht. Ich glaube, ich verbaue es gerade komplett, aber das wird sich dann zeigen. Vielleicht kriege ich es auch nicht hin und irgendwann sage ich, okay, wir verkaufen jetzt und ich baue nochmal neu. Ich habe, wie gesagt, ich habe eine Idee im Kopf, aber ob ich die umgesetzt kriege, das ist halt so noch die Frage, ja. Kann auch bitterbös schief gehen. Sind wir nicht gewappnet vor. Wir kriegen eh ein Stromproblem. Ich bin deshalb gerade am Überlegen, ob wir wirklich alles hier drüber laufen lassen wollen. Ich könnte mir vorstellen, das hier wegmache. Wir müssen nämlich Strom umklemmen, das hilft alles nichts. Ich will den ganzen Zellenblock hier oben, will ich hier drauflegen, einschließlich Werkstatt, allem drum und dran. Also alles, was hier an diesem Stromkreis hängt. Will ich eigentlich umgestalten. Das muss gleich der komplette obere Block ausfallen. Pum, alles aus. Sehr schick, gefällt mir. Jetzt müssen die ganz schnell neue Kabel legen. Dass das alles wieder hier in Betrieb aufnimmt. Schwupps, neuer Stromkreis. So, wie sieht's aus? Gut bedient. Und hier ist Mords stromfrei geworden. Das ist gut so. Damit können wir schön arbeiten. So, jetzt bauen wir hier mal ein Gebäude. Oh, ich hoffe nur, dass das gut geht hier. Was ich mir hier vornehme, dass das Ganze gut geht, das hoffe ich nur. Es wird schlimm, wenn nicht. So, dann brauchen wir noch einen Eingang. Nehmen wir gleich ein großes Gefängnistor. Und zwar an eine Stelle, wo wir es eh brauchen werden. Und wo die Jungs einfach schneller und leichter hinkommen oder durchkommen. Und wenn die hier oben lang gehen, ist das hier der beste Eingang. So, läuft. Dann können Sie jetzt mal bauen. Ich bin gespannt, was das Ganze wird. Also nicht wundern, das ist heute meine pure Absicht, dass das Video ein bisschen länger wird. Oh, nur noch 5000. Nee, Quatsch, nur noch 2496, alter Schwede. Irgendwas läuft hier falsch. Die Jungs, die produzieren jetzt richtige Zeug, glaube ich. Gut, wir haben nur eine kleine Werkstatt. Kann natürlich sein, dass da nicht so der Umsatz läuft. Wir haben gerade eine riesen Halle gebaut. Wir
wird eh abenteuerlich. Wenn der anfängt, da die Lampen reinzurechnen, dann bricht wahrscheinlich mein Budget zusammen. Oh oh, was habe ich mir da vorgenommen? Das kann nur übel ausgehen. Ich glaube, ich will zu viel auf einmal. Ich sehe mich schon am Hungertuch nagen und meinen Knast verkaufen. Ohne Scheiß jetzt. Das ist gar nicht so easy, was ich hier vorhab. Oh, das Spiel fängt auch an zu ruckeln, glaube ich, so ein bisschen. Also die Performance wird schon wieder böse runtergezogen. Mit zu viel Bauarbeiten. So, der Klassenraum hier, der sitzt schön voll. Die Leute machen schön ihre Ausbildung, gefällt mir gut. Kann ich das denn einsehen? Unter Programmer, Grundausbildung, aha. So, da rennt einer rum, der eigentlich im Unterricht sein sollte. Wo will der hin? Bin ich blöd? Ich sehe den nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Er rennt hoch, er rennt runter, er rennt seitlich, er muss doch im Mittelpunkt der Zelle sein. Wo ist denn hier ein Gefangener? Egal. Also, Ausbildung läuft, so viel steht fest. Die sind großartig am Halle bauen, die machen endlich mal einen Eingang. Können wir vielleicht etwas die abgekürzte Version nehmen, in Zukunft müssen wir nicht mal ganz außen rumlatschen. Das sieht aus, als wird's echt teuer. Ich glaube, wir machen einen Zellenblock nach dem anderen auf. Die Frage ist, mit welchem fangen wir an? Ich würde sagen, mit hier oben dem. Da haben wir ja auch schon eine Tür für. Ja, es wird jetzt nochmal spannend bei den Lampen. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Wenn ich schnell genug bin, kann ich es vielleicht verhindern, aber einstellen, dass sie ohne Lampen bauen sollen, geht leider auch nicht. Ich glaube, wir haben auch noch zig Lampen auf Lager. Wenn ich das richtig sehe, ja, 6 Lampen haben wir noch, okay. Nicht so die Welt. Ja, warum zocke ich heute nichts anderes und nur Prison-Architekt? Ja, keine Ahnung, weil ich darauf eigentlich mit am meisten Spaß habe heute. Und alles andere halt, boah, ich weiß auch nicht, es ist schon so spät. Ich habe ehrlich gesagt auf den ganzen Kram jetzt hin und her switchen, zigtausend neue Spiele immer wieder reindenken, anmoderieren, abmoderieren. Ich habe da nicht so die Lust drauf heute. Ich mache heute einfach mal ein easy, entspanntes Video. Einfach eins und dafür ein bisschen länger. Wo steht geschrieben, dass ich mich stressen muss? Irgendwo steht geschrieben, relax und sei fröhlich, hab Spaß am Spiel. Wobei es in letzter Zeit mal wieder schwerfällt. Es ist, manche Kommentare, das ist einfach so, ich weiß auch nicht, die kosten so viel Kraft. Bei manchen Kommentaren fragt man sich, warum schreiben die? Es gibt viele schöne Kommentare, es gibt viele nette Kommentare, es gibt viele gut gemeinte Kommentare, aber es gibt auch Kommentare, wo du denkst, das kannst du auch sparen. Vor allem, wenn Leute an deinen Videos rummeckern ohne Ende, dann denke ich mir, dann schalt doch einfach nicht mehr ein und gut ist. Aber irgendwie haben die das Bedürfnis, sie müssen sich auch mal auskotzen. Dann schreiben sie dir einen Kommentar, aber wie dem du kotzt dich mal im Spiel aus, weil irgendwas nicht läuft, wie du es erwartet hast. Das darfst du nicht. Sonst kotzen die sich aus über was, was sie
nicht bekommen haben, obwohl sie erwartet haben. Das ist. Also, das Verrückte ist, wenn ich so ein Rage-Video mache, wenn irgendwas überhaupt nicht hinhaut von dem, was ich eigentlich machen will, ja. Und dann regt sich einer drüber auf und sagt, ey, wie kannst du nur ein Rage-Video machen? Lass das bitte in Zukunft und so. Ich kann das ja noch verstehen, ja. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn die Leute dann im Kommentar rumragen, warum ich rage. Das ergibt für mich keinen Sinn. Das Gleiche. Ich meckere über das Spiel, weil ich mich gerade über das Spiel aufreg und die meckern über mich, weil sie nicht erwarten, dass ich mich aufreg. Oder so. Ja, schon wieder Tunnelverdacht. Oder haben sie endlich mal einen Tunnel? Es ist mitten auf dem Weg. Haben die angeblich Tunnel gefunden? Upsa. Hier vorne, schon fast am Ausgang, haben die angeblich einen Tunnel gefunden. Ich warte darauf, dass irgendwo mal einer ein Loch ins Freie gräbt und wirklich abhaut. Ich kann mir da irgendwie nicht helfen, aber. Ich kann auch keinen Tunnel irgendwie jetzt zuschütten, weil ich habe ja gar keine entdeckt. Irgendwie. Da kann man eine noch letzte Puzzlesteinchen setzen, dass die endlich mal den Raum als Raum anerkennen und bauen. Dann kann ich nämlich weitermachen. Ich warte nur da drauf. So, schlepp, schlepp, schlepp. Das Ding dahinter. Reinbosseln in die Wand. Komm, jetzt müsste aber langsam gut sein, oder? So, ich mache jetzt Pause, weil ihr seht, was die vorhaben hier mit Lampen. Die haben einen Schuss, haben die nicht gehört. So, die haben wir nämlich alle erstmal storniert. So viele Lampen braucht kein Mensch, wir auch nicht. So, sehr schön. Dieser Raum ist damit fertig. Jetzt können wir uns an die Aufteilung machen. Das hier hinten sollte Dusche werden, ne? Hatte ich gesagt. So, wir ziehen hier erstmal eine Mauer rein. Alles, was unterhalb dieser Mauer ist, interessiert uns erstmal nicht. So, das hier ist der Eingang. Ich mache das mal so, weil wir ja nur Türen haben, die über zwei Felder gehen. Und schon darf weitergebaut werden hier. Dann richten wir hinten die Dusche ein. Wo kriegen wir ins Wasser her? Ist gar nicht mal so eine blöde Frage. Puh. Ich glaube, von hier wäre eigentlich die beste Idee. Das so zu machen. Allerdings kriegen wir da auch wieder ein kleines Problem, denn wie kommen wir denn hier rein? Ich glaube, wir machen mal schnell eine Personaltür hin, wo später ein Eingang hin soll. So als Notbehelf, dass man in den anderen Bereich auch reinkommt. So, Tür permanent offen und dann können die mal bauen. So, der ganze Stress von unseren Gefangenen, der nimmt ab, das ist gut. Wir wollen ja nicht, dass die gestresst sind, wir wollen, dass der Knast läuft. Oha. Es fehlen so viele Sachen hier hinten noch.
Das wird uns noch lange beschäftigen, das Ausbauen von dem Zellenblock hier, den ich da gerade gebaut habe. Und auch hier vorne die ganze Planung, das wird noch Ewigkeiten dauern. Wir müssen Klassenraum umverlegen, wir müssen hier die Kantine so ein bisschen umverlegen, wir müssen die Küche ein bisschen umverlegen. Wir müssen hier unten die Zellenblöcke umverlegen und abreißen. Ist nicht so ohne, was ich hier vorhab. Das ist eine kleine Aufgabe, aber ich nehme die gern mal an und bin mal gespannt, ob das Ganze was wird. Unsere Umbaumaßnahmen ziehen. Oh, wir sind schon wieder kurz vor der Pleite mit 1400. Nicht schick. So, alles mal beobachten, was die hier so treiben. Wir könnten ja schon mal anfangen, eine Zelle zu bauen, aber ich will die Jungs hier auch nicht überfordern. Das sage ich ganz offen. Wenn ich da jetzt wirklich anfange, hier schon Zellen zu bauen, wie ein Bekloppter, dann ja. Oh, 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 pa, 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 pa. Irgendwo geht's ab. Warum? Irgendwas stimmt hier nicht. So, was ist denn ihr Problem? Der muss auf Toilette, ist ja okay. Die haben Hunger, wieso haben die Hunger? Waren die eben nicht essen? Essen steht doch an. Ich weiß überhaupt nicht, warum machen die denn so einen Stress? Die rausziehen. Unsere Leute rausziehen. Raus da. Das ist übel. Ich glaube, wir brauchen nur einen Knast. Ich kann mir noch eine Riot Police leisten. Nett. So, wo gehen wir mit denen als erst hin? Wo kann es zu Problemen kommen? Eigentlich nur hier drin, das ist die Schwachstelle momentan. So, wir machen Abriegeln und Arrest. Schicken die Riot Police erstmal hier in den Gang. So, da kommen schon jede Menge Polizisten. Aha, ich glaube, wir haben es schon fast. Wir haben zum Glück viele Hunde und viele normale Polizisten. Warum sind denn jetzt die Türen hier nicht auf? Ich verstehe es nicht. Wo gibt es denn jetzt noch Stress? Gibt's denn noch Stress? Das ist jetzt die große Frage, die sich mir stellt. Wieso machen die Zellentüren denn nicht auf?
kaum mache ich die Abriegelung weg. Waren die schon wieder drauf für die Bekloppten hier? So, da gibt es jede Menge Tote. Hier randalieren welche. So, wir machen jetzt mal Ruhe, Ordnung und Frieden. So, gibt es ein Problem? Wenn nicht, können wir wieder raus aus der Zelle. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus, denke ich. Ich glaube, wir konnten das Ganze einigermaßen befrieden. Wir brauchen mal hier die zwei Ärzte. Die sollen mal hier irgendwo in diese Zellenblöcke rein. Ich muss sogar überlegen, ob ich noch einen weiteren Arzt einstellen soll oder ob ich mir hier ein Notfall-Paramedics-Team kann ich mir jetzt gerade nicht holen. Ich frage mich nur gerade, warum sind die denn ausgetickt? Das ist ganz kurios. Irgendwie ist das gerade ganz kurios. So, eigentlich ist jetzt Essensphase. Warum machen die Zellen denn nicht auf? Ich verstehe. Jetzt mal. Das sind stinknormale Zellentüren. Wenn ich sage, rauslassen, dann sollten die eigentlich auch rauslassen. Gibt mir irgendwie gerade stark zu denken, warum die da ausgetickt sind, weiß ich nicht. Ist bestimmt irgendwo einer dabei gewesen, der irgendwie Stress gemacht hat. Oh, da ist ein Kreis um einen drumherum. Den können wir rekrutieren als Informant. Der eidelt. Ich verstehe es immer noch nicht. Wie es so weit kommen konnte, dass die da einen Aufstand planen. Nur weil ich eine Razzia gemacht habe, ist normalerweise nicht üblich, nur wegen einer Razzia gleich so einen Aufstand hier zu schieben. Wo sind denn meine ganzen Ärzte? Ich würde ja noch welche einstellen, aber ich glaube, ich bin pleite, weil es ist gerade eben ein bisschen alles blöd auf einmal gekommen. Das muss man echt so sagen. Ich meine, das kam aus dem Nichts, dieser Aufstand. Das hat mich echt gewundert. Ich war hier gerade so in meinen Bauplanungen vertieft und plötzlich geht es hier voll ab in der Dusche. Ohne Sinn, ohne Verstand. Wo haben wir denn unsere Ärzte? Das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch irgendwo hier ein Arzt sein. Ah, da ist ein Arzt. Und der andere, der kämpft sich hier von unten nach oben, glaube ich. Ja, der ist hier. So, da ziehen wir wieder Zeug aus dem Verkehr, Waffen. Das ist echt ein Highlight, ey. Da geht's plötzlich aus dem Nichts, geht's rund. Das ist das, was in Prison Architect auch extrem schwer geworden ist. Das gab's früher nicht. Früher konntest du sagen, okay, die Needs sind erfüllt. Gibt es keinen Stress. Und ich meine, die Needs, ja, bin ich gerade am gucken, wo haben wir denn hier die Bedürfnisse? Essen. Essenszeit wäre gerade gewesen, ne? Da machen die Aufstand. Ist halt schon ein kleines Problem.
Wenn es dann so läuft. Zwar das Autosave und dann Sprung ins Nichts. So, komm mal daher. Ah, der andere Doc kommt auch schon zurück. Eigentlich ist es gut, dass die zurückkommen, dass die mal die Wächter fit machen, die da hingekommen sind. Dass sich auch mal hier um die kümmern, die hier so rumlungern. So, jetzt werden die mal geheilt, das ist auch gut. Bewusstlos und stark verletzt. Dann können die auch wieder. Jetzt kümmern sie sich um die hier. So, dann schicken wir nochmal einen Arzt hier unten rein. Und einen Arzt hier unten rein. Einfach aus dem Grund, dass die hier mal die Gänge hochmarschieren und alles heilen, was ihnen da so auf dem Weg begegnet. Ja, wir haben gerade ein kleines Finanzproblem, gebe ich offen zu. Ich schicke die Jungs mal weg, bevor die auch noch müde werden und mir auch noch hier die Bude zu stänkern sozusagen. Mal gucken, ob wir das alles wieder in den Griff kriegen. Eigentlich wollte ich hier ausbauen und mich nicht hier um blutgetränkte Zellen kümmern mit irgendwelchen Gefangenen, die kurz vorm Abnibbeln sind, weil sie ausbluten. Aber was willst du machen, ne? Passiert einfach und schwupp ist das Geld weg. Sind Wachen gestorben? Wir hatten 40, wir haben immer noch 40. Sieht ganz gut aus. Warum sind die Zellentüren denn nicht offen? Ist doch Freizeit jetzt. Da müssen die doch auf sein normalerweise. So wird das natürlich nichts, wenn die da tagelang beschäftigt sind mit Fortunentüren stehen. Ich dachte eigentlich, dass die alle wieder auf wären jetzt, wo ich sage, okay. Seltsam, seltsam. Ich kam wohl mit der Abriegelung nicht wirklich klar, habe ich so einen Eindruck. So, die ganzen Einzelhaft-Dinger sind bald abgestellt, glaube ich. Und dann gibt es nur noch einige, die halt Gefangener, tödlich, bewusstlos. Ach du lieber Himmel. Wüsste halt nur zu gern mal, wer da voll ausgetickt ist. So, hier haben wir eigentlich alle. Wo ist denn unser Doc? Der müsste doch schon raus sein. Ist der hier oben mit dabei? Ja, hier sind sie. Will der da zum nächsten? Das kann ich auch gut verstehen. Das passt. Dass die hier mal die Leute wieder heile kriegen. Ey, wir wollen ja nicht, dass die alle hier kurz vorm Verrecken sind. Oh, wir machen miese. Sehr nice. Sind Hunde hops gegangen, haben die Hunde getötet. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Liegen mir keine Infos vor derzeit. So, einen muss ich mal zurücklassen, aber irgendwie, die wollen gar nicht zurück. Die sind gerade mit Heilen beschäftigt, irgendwie. Ich weiß auch nicht, was die treiben.
Da ist auch einer kurz vorm Abnippeln, der ist bewusstlos und blutet langsam vor sich hin, aber irgendwann müsste mal einer zurückkommen. Es gibt so viele Leute zu behandeln derzeit, das ist einfach das Problem. Wir haben nur zwei Ärzte. Und ein Knast voller Kranker, Verletzter, Kaputter. Ja, Essenszeit haben sie jetzt selbst verpasst irgendwie. Jetzt haben die alle Hunger wie Hund und kriegen nichts zu essen bis zur nächsten Essenszeit, die erst heute Abend um 9 ist. Blöd gelaufen. Wirklich blöd gelaufen. So, gibt es denn irgendwo noch Verletzte? Hier in der Wäscherei haben wir noch einen. Da schicken wir mal schnell einen Doktor hin. In die Werkstatt schicken wir auch mal schnell einen Doktor hin. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Da ist noch ein Verletzter. Aber den werden die wohl hoffentlich finden. Da haben sie ihn schon. Da kommt noch einer gerannt, den haben sie als nächstes. Hoffe ich doch. Wo will der denn hin? In den Pausenraum. Oh Gott. Er hat mal drei Handstriche gemacht und schon ist er müde. Ärzte von heute sind auch nicht mehr, was wir waren. So, wo ist denn der andere jetzt schon wieder hin? Es ist schade, dass man hier nicht einfach mal die Doktoren suchen kann. Müsste so einen Knopf geben hier. Doktorsuche, bumm, peng. Passt oder so. Die produzieren Nummernschilder ohne Ende. Dabei haben wir hier Holz ohne Ende. Ich versteh's nicht. Die Tische räumt auch keiner weg. Also leer oder irgendwie so. Nee, macht auch niemand. Und hier ist Zellen bauen, das geht auch gerade in die Hose. Und die Stimmung, die nimmt schon wieder bös zu. Was haben sie jetzt schon wieder für Probleme? Essen. Essen, Drogen, Alkohol. Das ist denen ihr Hauptproblem, was die haben. Da ist noch ein Verletzter. Doktor, komm mal hierher. Mal gucken, ob wir es diesmal hinkriegen oder ob der wieder wegrennt. Irgendwo ist hier der Wurm drin. Irgendeiner will gerade nicht so, wie er soll. Und schon geht alles hier im Bach runter, was wir versucht haben aufzubauen. Wie viele Tote hatten wir denn jetzt eigentlich? Ich müsste mal gucken, wo ist denn die Bewertung? Ja. So, Waffen, Werkzeuge sind völlig aus dem Verkehr gezogen irgendwie. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, ob ich den einsetzen soll. Wird mir ehrlich gesagt derzeit stinken, den einzusetzen, nach so ein bisschen Überlegung. Die Stimmung wird echt mies. Was haben die denn für ein Problem? Haben die Hunger? Ja, wenn die Hunger haben, da gibt ja gleich. In einer Stunde oder so gibt's Essen. Macht mir bloß keinen Scheiß hier, wirklich. Nicht, dass wieder einer austickt und der Meinung ist, hier, es muss rund gehen. So, die kochen jetzt das Essen. Und da unten geht's schon wieder ab.
Räumt mal das Essen raus jetzt. Es ist ein Drama, es will einfach nicht hier die Kurve kriegen. Wieso gehen die denn nicht essen? Da ist doch jetzt Essenszeit. Hallo, Tagesplanung hat doch gesagt, es gibt Essen um 6, oder nicht? Oh, um 9, scheiße. Das ist nicht gut, das geht uns nur mal hops, glaube ich. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass die ein Abendessen kriegen. Ansonsten gibt es hier Mord und Totschlag. Ich halte die Luft an, deshalb rede ich so wenig. Es ist gerade nur extrem spannende Situation hier bei uns im Knast. Das kann jetzt kippen und wenn das richtig kippt, dann geht hier bald gar nichts mehr. Dann können wir den Knast abreißen, verkaufen, zumachen, was auch immer. Wir sind sowieso schon so dermaßen im Minus. Wenn die uns jetzt noch Sachen kaputt hauen, dann war's das. Dann ist Schicht im Schacht. So, noch eine Stunde. Die meckern schon alle. Es wird bös dunkelorange. Ja, wieder mussten wir einen niederknüppeln, der Stress gemacht hat. Komm, essen. Oh, nee. Abendessen, please. Ist nur, weil die das Frühstück verpasst haben, ja? Wegen ihrem scheiß Aufstand. Die kriegen doch zu fressen ohne Ende bei mir. Ich weiß überhaupt nicht, was denen ihr Problem ist. Holla, die Waldfee, bitte esst. Jetzt machen die hier Randale. Die sollen nicht Randale machen, die sollen essen gehen. Dann gibt es keinen Grund mehr für Randale, ja? 3 Tote, 4 Tote, 5 Tote. Geht schon wieder los. Ich frage mich, warum. Auf dem Weg zum Essen. Oh oh. Oh oh. Holt euch was zu essen, setzt euch hin, halt die Fresse, ey. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier? Was ist denn los? Warum hocken die denn in ihrer Zelle und kommen nicht raus? Was regt mich einfach nur auf? Ich habe irgendwo habe ich die Kurve nicht gekriegt und seitdem Stress. Aber es gibt nichts, was Stress macht, außer Essen. Und das sind wir am Abbauen. Essen und Freizeit. Esst. Esst und halt die Fresse. Randaliert nicht so viel rum. Esst. Scheint ein Problem zu sein für die Gefangenen. Auf dem Weg zum Essen randalieren sie, weil sie nichts zu essen haben. Also, puh. So, komm, haben wir es jetzt im Griff. Wieder elend viel Verletzter. Aber der Stresslevel geht runter. Das ist zum Kotzen. Das kostet immer so elend viel Geld, so eine blöde Revolution. Weil die immer Sachen kaputt machen, die wir reparieren müssen. Wenn wir die nicht repariert bekommen, dann, ja.
Was will der denn da? Wenn wir die nicht repariert bekommen, ja, das ist hier, irgendwas repariert der hier. Schafft er denn? Baut hoffentlich nicht die Tür aus, sonst kriege ich so viel. So, die hatten jetzt 2 Stunden Zeit zu essen. Ey, bitte jetzt komm. Ist jetzt jeder mal durch, oder? So, die Doktoren, die sollen jetzt mal nochmal die Probleme lösen. Ey, ich krieg hier echt langsam hier, boah, alter Schwede, mit dem Aufstand, das war jetzt aber hardcore. Eigentlich sollte das eine große Baufolge werden. Jetzt bin ich schon 1 Stunde und 6 Minuten am Aufnehmen und ich hatte hier Aufstand ohne Ende. Ja, dann gibt's halt beim nächsten Mal ein bisschen bauen. Tut mir jetzt echt leid, ich habe jetzt auch leider kein Geld mehr, weil durch die ganzen Sachen, die kaputt gehauen haben, ich meine, wir waren eh schon knapp dran und dadurch ist es jetzt halt richtig vor die Hunde gegangen. Würde mich halt freuen, wenn die mal was Gescheites produzieren und nicht nur so Kack-Nummernschilder. Ich frage mich überhaupt, wieso die Nummernschilder produzieren. Nee, wir bauen jetzt einfach die Presse ab, mir reicht's. Die verkaufen nämlich mein Holz und pressen Nummernschilder. Das muss nicht sein. Das war so nicht gedacht. So, kriegen die ihren Scheiß jetzt mal gebacken oder machen die jetzt wieder Randale? Wenn die jetzt wieder Randale machen, drehe ich am Rad. Die duschen auch gar nicht. Die gehen in die Dusche rein, stehen da blöd rum, klotzen dumm rum und kein Wunder, dass sie sich da am Schluss auf die Nase hauen, ne? Ist halt so. So. Es scheint, als hätten wir den Laden wieder einigermaßen im Griff. Ist ja auch mal was Schönes. Gut, dann bin ich an der Stelle mal raus. Beim nächsten Mal bauen wir hier hinten weiter aus, sofern ich wieder zu Geld komme. Ja, und wenn nicht, verkaufe ich einen Knast und dann hat sich der ganze Käse, weil irgendwie, ich blicke ja selbst langsam nicht mehr durch. Ich glaube, ich habe mich heute mit der Revolution da, mit dem Aufstand der Gefangenen etwas zu übernommen. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt erstmal raus. Sag danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier ein bisschen länger zuzugucken. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.